Frau Merkel muss wie alle anderen Bundeskanzler die sogenannte Kanzlerakte unterzeichnen. Darin muss sich absoluten Gehorsam gegenüber Amerika verpflichten. Ich habe in anderen Interviews gesagt, ich möchte, dass Frau Merkel die Kanzlerakte öffentlich macht und was man dort unterzeichnet hat. Willy Brandt hat sich damals geweigert. Da hat man gesagt, wenn er das nicht unterzeichnet, darf er kein Kanzler werden, weil in Deutschland hat Amerika das Sagen. Obama hat das ganz deutlich gesagt. Deutschland ist und bleibt ein besetztes Land. Und Herr Schäuble, Bundesfinanzminister, der zweimal wegen Korruption zurücktreten musste, einmal Flick-Affäre und einmal hatte er Kuverts mit Bargeld mit mehreren Hunderttausend entgegengenommen. Da wurde er danach ja Bundesfinanzminister, da darf er dann mit 100 Milliarden jonglieren. Und da hat er gesagt, seit 1945 waren wir nicht eine einzige Minute souverän. Das stimmt. Aber wie man sieht, wie die rumeiern, die Politiker, die Journalisten, keiner wagt darüber zu beschreiben. Keiner. Wir werden systematisch belogen auf allen Gebieten. Was kommt ja noch schlimmer? Die Menschenrechtskommission der UNO hat uns 2011 bestätigt, dass wir keine Demokratie sind, dass wir sämtliche Menschenrechte brechen. Zum Beispiel heißt es hier, alle Kategorien von Meinung genießen Schutz. Seien sie politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur. Es ist unvereinbar mit Absatz 1, das Vertreten von Meinung zu kriminalisieren. Das Schikanieren, Einschüchtern oder Stigmatisieren einer Person, einschließlich Gefangennahme, Haft, Prozess oder Gefängnis, aufgrund ihrer Meinung, stellt eine Verletzung des Artikel 19 Absatz 1 dar. An anderer Stelle heißt es, Gesetze, die zum Ausdruck gebrachte Meinung über historische Tatsachen unter Strafen stellen, sind unvereinbar mit den Verpflichtungen, die der Pakt der Vertragsstaaten in Bezug auf Achtung der Meinungs- und Meinungsäußerungsfreiheit auferlegt. Der Vertrag lässt kein Verbot zu. Wir wissen, dass Herr Mahler 12 Jahre bekommen hat. Ich bin nun nicht der gleichen Meinung wie Herr Mahler, aber ich finde, in einer Demokratie sollte es selbstverständlich sein, dass jeder eine seine eigene Meinung haben darf. Man kann dann ja darüber diskutieren. Die UNO hat uns also bestätigt, wir sind keine Demokratie. Wir missachten die Menschenrechte. Das weiß ja jeder, ob nun angeblich die rechte Eva Herrmann oder der linke Günter Grass, wer eine Meinung hat und die auch noch wagt zu äußern, der wird von den deutschen Medien geschlachtet.